Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Stardew Valley. Oh, so war das nicht gedacht. Ja, wir haben Tag 25 im Sommer. Und morgen wird es den ganzen Tag klar und sonnig sein. Was wissen die Wahrsager? Die Geister sind etwas genervt. Und das Leben vom Land. Der Herbst ist fast da. Es ist wohl die ertragreichste Zeit für Bauern, also achte darauf, etwas Geld für eine neue Saat zurückzulegen. Wenn du jetzt noch keine bessere Gießkanne hast, wäre das vermutlich auch keine dumme Idee. Ich habe noch keine bessere Gießkanne. Aber, ich kann jetzt gerade auch nicht groß... Lehm? Haben wir den hier? Da. So, ja. Morgen brauchen wir die Gießkanne wieder. Das ist das Problem. Es gibt einen Brief. Hanbauer Raffenkahl. Mein Knie macht mir wieder Probleme. Und weißt du, was da hilft? Das verdammte Ding mit Pepperoni einzureimen. Das Problem ist, mein Vorrat geht langsam zur Neige. Wenn du eine übrig hast, schulde ich dir was, George. Bringe George eine Pepperoni. Ja, das kriegen wir hin. Wir brauchen ja heute nicht gießen. Jetzt muss ich mal gerade mal gucken, wo haben wir denn eine? Irgendwo haben wir eine. Da. Gerade mal schauen wegen unseren Hühnern. Du kriegst noch Liebe. So. Die kriegen auch ein bisschen Liebe. Bock. Pepperoni ist unser Stichwort. Eine Weintraube. Da oben ist nix. Ja. Bisschen was abstauben ist natürlich immer gut. Ich weiß gerade gar nicht, ob wir die Weintraube... Brauchen wir die noch im Gemeindehaus? Müssen wir gleich mal schauen. Was haben wir im Kalender? Oh, Willi hatte gestern Geburtstag. Und da ist Tanz der Mondlichtquallen. Okay. Hier ist der George, glaube ich, ne? Hi, Alex. Das ist kein gutes Wetter für Sport. Aber egal, ich kann immer noch daheim Gewichte heben. Da hat er recht. Hast du ja ordentlich Zeit gelassen. Zumindest ist sie gut und scharf. Ja. So, 200 Gold kriegen wir dafür. Was haben wir denn noch an Einträgen? Lieferung. Forellenbarsch. Da müssen wir mal schauen, ob wir einen kriegen. Und vor allen Dingen auch, wo wir einen kriegen. Das habe ich noch nicht so ganz raus. Eine bessere Angel wäre auch kein Fehler. Seetang läuft. Wäre zumindest leicht zu angeln. Das ist schon mal kein Fehler. Na. Treffer.
Kinder. Ach, halt doch einfach mal still, du blöder Fisch. Halleluja. Riffbarsch. Und ein rostiger Sporn. Also ein Barsch war es schon mal. Kein Forellen, aber ein Riffbarsch. Das ist doch schon mal etwas. Aber, tja. Das wird der Demetrius nicht genauso sehen. Ah. Angeln ist nicht meine Welt hier in Stardew Valley. So gar nicht. Aber so ganz und gar nicht. Ein Riffbarsch. Wir brauchten aber einen Forellenbarsch. Das, was wir nicht haben. Ein Seetang. Aber Geld, zumindest haben wir Geld genug für neues Saatgut. Und eine Rotbarbe. Okay. Wow. Das habe ich verschreckt. Die Maustaste gedrückt. Verschreckt die linke Maustaste gedrückt. Bleib doch einfach mal stehen, du blöder Fisch. Huh. Buntbarsch. Also Barsche haben wir, immer nur die falschen. Keine Forelle. Eine zerbrochene CD. Wow. Läuft, ja? Das läuft ja so richtig nicht. Und das ist ein Buntbarsch. Wir brauchen aber Forellenbarsch. Ja. Aber wir haben schon einige Fische gefangen. Das ist ja schon mal nicht verkehrt. Vielleicht ist mal einer dabei, den wir noch im Dingshaus abgeben können. Das wäre ja auch kein Fehler. Warum ruckelst du jetzt? Na. Halt doch einfach mal still, du blöder Fisch. Himmel, Herrgott. Also Angeln ist, ich weiß nicht, so gar nicht meins hier im Spiel. Leider kommen wir nicht drum rum. Wir brauchen die Fische. Aber ich bräuchte wahrscheinlich eine bessere Angel, ne? Aber zumindest machen wir mal unser Angel-Skill-Dings da jetzt irgendwie was hoch. Das ist ja auch schon mal was wert. Eine Rotbarbe, die wir nicht brauchen. Zumindest nicht das. Ist das nicht der Fisch, den ich jetzt gerne gehabt hätte? Aber vielleicht finde ich den hier auch gar nicht. Das weiß ich natürlich nicht.
noch eine Rotbarbe. Kriegen wir hier was anderes? Wahrscheinlich nicht, oder? Wahrscheinlich nicht. Das haben wir dann gleich 16 Uhr. 15. Erstmal Treffer. Und ein Riffbarsch. Ja, ich glaube, ich gebe es dann hier mal auf mit dem... Können wir vielleicht gleich nochmal im Fluss probieren, ob es da die Forellen gibt. Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es sie auch nur morgens, nur nachts. Wer weiß es schon, ich nicht. Riffbarsch. Gut, dann gehen wir mal woanders gucken. Wobei der jetzt gleich dann eh zumacht. Also nicht das Meer hier, aber der... das Haus, wo der Demetrius wohnt. Hier gibt es auch nichts anderes als auf der anderen Seite, oder? Probieren können wir es. Aber ich vermute auch, hier kriegen wir nur Riffbarsche, Barben und den anderen Barsch. Meine Vermutung. Oder Seetang. Das ist die andere Alternative. Aber wir sollten heute gut Geld kriegen. Bei dem ganzen Fisch, wenn wir den verkaufen, das dürfte einiges bringen. Jo. Ist heute so ein richtiger Angeltag. Ja, ja, Rotbarbe. Können wir unser Glück nochmal hier im Fluss versuchen? Auch wenn ich nicht wirklich glaube, dass wir da mehr Glück haben. Schauen wir mal, was wir hier angeln. Grünalge. Läuft. Läuft so richtig. Ja, zum Glück können wir einige Male angeln, bis die Energie verbraucht ist. Ja, wir müssen auch nochmal in die Mine, ne? Aber dann bräuchten wir ein besseres Schwert wahrscheinlich. Na. Und es ist ein Blaubarsch. Es ist ein Barsch, aber nicht der richtige. Forellenbarsch wäre das Stichwort. Wahrscheinlich kriegen wir ihn jetzt gleich und kommen dann aber nicht mal an den Demetrius ran. Und dann ist das Ding abgelaufen. Falls es das nicht... Eine zerbrochene Brille. Läuft. Nicht. Aber dann können wir gleich mal gucken, was wir da eventuell im Dings-Gemeindezentrum abgeben können. Ein Blaubarsch. So. Was haben wir denn? Riffbarsch, Rotbarbe, Buntbarsch, Blaubarsch. So. Die tun wir mal weg. Speisekammer, da haben wir gar keinen Fisch.
glaube ich. Nö. Handwerkerraum haben wir, glaube ich. Ah, das haben wir schon. Da ist auch nichts Fischiges. Da. Oh. Krokus. Ne, haben wir nicht. Schade. Aquarium, wir brauchen Blaubarsch. Okay, da sind wir schon mal. Da können wir schon auf jeden Fall mal ins Gemeindezentrum marschieren. Und das so abgeben, was wir da so an Fischen haben. Fisch ist ja das, wo unser, oder Meeresgetier, das ist ja, glaube ich, das, wo unsere Emily da so gar nicht drauf steht. Was heißt unsere Emily? Also die Emily halt. So war das nicht gedacht. So, Blaubarsch. Dann Katzenfisch, Tigerforelle. Haben wir beides nicht. Was haben wir hier? Waldspringer haben wir auch nicht. Sardine, Thunfisch, Riffbarsch, den haben wir. Und Buntbarsch, den haben wir auch. Thunfisch und Sardine fehlen noch. Teichfische. Forellenbarsch ist ein Teichfisch. Okay. Konnte nicht funktionieren. Nachtfische, Glasaugen, den müssen wir mal nachts fischen, okay. Gut. Den Rest können wir verscheppern. Ein Teichfisch. Ja. Hätten wir vorher mal gucken sollen. Dann hätten wir vielleicht sogar einen gefangen. So. Seetang. Die Früchte behalten wir mal. Grünalge, Seetang, ja. Seeigel. Ein alter Sporn. Haben wir aber, glaube ich. Oder? Achso, da könnte ich mal gucken, ob es da was zum Ernten gibt. Was es nämlich tut. Bloß weil wir nicht gießen müssen, heißt das ja nicht, dass wir nichts ernten können. Die nicht. So, die Dinger sind auch soweit leer. Probieren wir noch Nachtfischen. Oh. Da sehe ich was. Lehm, okay. Ich hatte ja gehofft, es wäre was anderes. So. Jetzt gucken wir mal, ob wir einen der Nachtfische noch kriegen. Was haben wir denn da geerntet? Tomate, okay. Das wäre natürlich richtig schick. Grünalge. Eine Nachtgrünalge. Komm. Einen hätte ich doch gerne. Wenigstens einen. Ein letzter Versuch. Treffer.
Okay. Ich gib's auf. Für heute gebe ich's auf. Jetzt können wir gerade noch Tomaten. Ja, du bist müde, ich weiß. Tomaten in die Kiste werfen. So. Und dann würde ich mal sagen, gute Nacht. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Oh, Fischen Stufe 3 plus 1 Angelaktivität. Ja, ich sag gute Nacht. Quark. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch das nächste Mal mit dabei, wenn wir, ja, mal schauen, was wir morgen dann machen, ne? In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.